Shinsuke Nakamura hat seine vertraglichen Verpflichtungen in Japan bei New Japan Pro Wrestling erfüllt und wird in kommenden Tagen in die USA zum WWE Performance Center reisen. Es wurde bereits bestätigt, dass Sami Zayn der erste Gegner von Nakamura sein wird, und zwar bei NXT TakeOver Dallas am 1. April. Es wird vermutlich das Match Stephen Amell gegen Stardust beim WWE March to WrestleMania Live Special stattfinden. Ein möglicher Aufbau-Angle für das Match könnte bei der Dallas Comic Con stattfinden. Hierbei wird es vermutlich um den gestohlenen Slammy gehen. Die beiden Tafina-Finalistinnen Sarah Lee und Mandy Rose haben bei vergangenen NXT Live Events ihr Debüt gegeben. Die Wrestling-Legende Bret Hart ist an Prostatakrebs erkrankt. Wir wünschen gute Besserung. Ebenfalls bei einem NXT Live-Event fand das Match Ty Dillinger gegen Sami Zayn statt. Ty Dillinger hat sich hier anscheinend am Knie verletzt und wird für eine unbekannte Zeit ausfallen. Die genaue Art der Verletzung ist ebenfalls nicht bekannt. Dies könnte bis zu 9 Monate Auszeit für Dillinger bedeuten. Bei einem Backstage-Meeting von Lucha Underground wurde bekannt, dass die dritte Staffel der Wrestling-Serie auf jeden Fall produziert wird. Diese wird ab Anfang 2017 ausgestrahlt werden. Außerdem wird Lucha Underground bald weltweit über iTunes verfügbar sein, für Personen, die das El Rey Network nicht empfangen können. Kane und Dolph Ziggler sind Teil eines neuen WWE Studio Action-Thrillers namens Countdown. Alberto Del Rio hat laut vergangenen Berichten mit einer Rückenverletzung zu kämpfen. Einige Gerüchte besagen jedoch, dass die Verletzung Del Rios auch ein schlimmeres Ausmaß haben könnte. Viele gehen nämlich von einer Nackenverletzung des 38-Jährigen aus. In der heutigen Raw-Ausgabe wird vermutlich die Fehde zwischen Bray Wyatt und Brock Lesnar weitergeführt. In der letzten Woche wurde bereits berichtet, dass es fast sicher sei, dass der Undertaker bei WrestleMania gegen Braun Strowman antritt. Anscheinend ist dies doch nicht der Fall. Zurzeit weiß man noch nicht, was die WWE vorhat mit dem Undertaker. Ein Match gegen Braun Strowman ist jedoch immer noch möglich. Ric Flair küsste beim Royal Rumble Becky Lynch in ihrem Match gegen Charlotte auf den Mund, um sie abzulenken. Auf dem WWE Network bei der Royal Rumble Replay wurde diese Stelle jetzt herausgeschnitten. Spekulationen besagen, dass dies nicht der offizielle WWE-Plan war, sondern eine Idee von Ric Flair selbst, um Heat zu ziehen.